Es gab einmal eine Zeit... Mikey, sag mal, hast du nicht die Explosionen im Garten gehört? Ich weiß nicht. Da war man in der Familie unter Fremden. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, dass du am Mittwoch um 16.40 Uhr ankommst. Bleibst dabei? Dann könnt ihr schön zu Hause rumlungern, nach Essen schreien und eure Mutter und ich, wir können euch bedienen. Und mit den Nachbarn im Bett. Du langweilst mich. Ich habe einen Ehemann. Da habe ich nicht gerade das rasende Bedürfnis nach einem weiteren. Das ist ein Argument. Das war das Jahr 1973. Und das Klima wurde frostig. Wollt ihr mitspielen? Schlüsselparty? Die Männer legen ihre Autoschlüssel in eine Schale. Und dann am Ende des Abends fischen die Frauen die Schlüssel raus. Der renommierte Regisseur von Sinn und Sinnlichkeit. Wie funktionieren die elterlichen Einheiten zurzeit so? Dad ist mal wieder auf dem Schulterklopftrip. Ist das gut oder schlecht? Faschist! Wenn ich ein Faschist wäre, hätte ich dich auf eine Militärakademie in den Süden geschickt. Und das schon vor langer Zeit. Zeichnet das Porträt einer amerikanischen Familie. Lieber Gott, danke für diesen Thanksgiving-Feiertag. Und dass wir uns vollfressen können wie die Schweine, während Kinder in das Asien reicht. Mit Napalm bombardiert werden. Und das reicht jetzt. Wie sie erwachsen wurden. Der Körper des Menschen ist sein Heiligtum. Ich zeig dir meins, du zeigst mir deins. Ich finde, dass man mit 14 Jahren seine Unschuld noch behalten sollte. Und einander verloren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie man sich da fühlt. Es ist nicht, wie du denkst, es ist keine große Geschichte. Oh. An einem Wochenende im Winter entdeckten sie etwas, das ihr Leben veränderte. Für immer. Oh Gott, bleib stehen! Kevin Kline, Joan Allen, Toby Maguire, Christina Ritchie, Elijah Wood und Sigourney Weaver. Der Eissturm. Goldene Palme für das beste Drehbuch. Cannes 1997.